Hey Leute, was geht ab? In diesem Video geht es einmal um meinen 330i und einfach mal um das Thema den allgemeinen Ölverbrauch beim 330i. Viele Leute fragen und diskutieren auch immer wieder darum, wie viel Ölverbrauch ist gesund bei diesem Fahrzeug, wie viel nicht, wie viel darf er verbrauchen, woher kommt das, wie ist es bei mir, was scheint in meinen Augen vernünftig zu sein und was nicht. Ich dokumentiere auf jeden Fall bei mir alles und dafür nutze ich eine App, das ist Spritmonitor. Da werde ich nochmal ein separates Video zu machen. Jetzt sage ich euch nur ganz kurz, in dieser App führe ich Buch, wann ich bei wie viel Kilometer welche Ölmenge nachgefüllt habe. Und dann kann ich auch gucken, in welchem Zeitraum ich welche Routen und Touren gefahren bin und wie ich gefahren bin. Kurz gesagt, es ist eine App, in der ich alles tracke und deswegen kann ich ziemlich genau sagen, wie der Ölverbrauch sich bei meinem Wagen verhält. Bei mir ist es so, ich verbrauche in der Regel einen halben Liter auf 3000 Kilometer und einen Liter auf 6000 Kilometer, logischerweise. Das ist aber immer noch ziemlich, wie soll ich sagen, jungfräulich gehalten. Es ist nämlich so, dass es sich schon ziemlich stark unterscheidet, welches Fahrprofil ich dann so aktuell pflege. Bin ich viel in der Stadt unterwegs und fahre ich mehr Landstraße oder eher entspannt auf der Autobahn, dann ist es garantiert, dass ich 1 Liter auf 6000 Kilometer habe, tendenziell weniger. Der Ölverbrauch steigt bei mir rapide an, wenn ich viele Autobahnetappen dabei habe, also volle Leistung aufrufe, das über einen längeren Zeitraum. Sprich, wenn ich ein Wochenende zum Nürburgring fahre, 500 Kilometer hin, 500 Kilometer zurück, vor Ort auch nochmal so 500, 600, 700 Kilometer plus ein paar Runden auf dem Ring, kann ich mir sicher sein, dass ich auf dem Weg nach Hause ein Dreiviertel Liter nachkippen muss. Ich bin auch jemand, ich gucke immer in die Anzeige und wenn er dann auf halb ist oder ein Viertel ist, ich fülle relativ zügig nach. Also ich fahre nicht mit zu wenig Öl rum, außer jetzt gerade eben, aber das erzähle ich gleich nochmal. So, da kann ich nämlich sagen, dass mein Ölverbrauch ungefähr dann ansteigt auf ein Dreiviertel Liter auf 1100 Kilometer. So ungefähr würde ich das mal so staffeln. Ist in meinen Augen und in meinem Rahmen finde ich das noch alles ziemlich in Ordnung und das ist alles noch legitim. Ich denke, wenn man 1 Liter auf 1000 Kilometer verbraucht, dann sollte man schon mal ein bisschen überlegen, ob da irgendwas richtig ist. Fakt ist, mein Auto hat, also mein Motor und alles ist staubtrocken, da ist kein Ölverlust. Und der reine Verlust, den ich habe, ist irgendwie dann über den Verbrennungsprozess, sage ich jetzt mal so ganz grob. Was kann man dagegen machen? Ich fahre aktuell noch das Mobil 1 0W40 New Life. Das habe ich ja in diesem Frühjahr eingefüllt. Da war ich ja bei Wagner. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, verlinke ich euch das Video mal. Das New Life eingefüllt, Wagner Mikrokeramik, ein Schaltgetriebe in den Motor. Aber dazu mehr in dem anderen Video. Der Ölverbrauch hat sich durch die Zugabe des Mikrokeramiks nicht verändert. Demzufolge, wo noch die Hauptverbraucher sind für den Ölverbrauch, wenn man einen trockenen Motor hat. Ja, was kann man denn sonst noch machen? Man kann natürlich auf ein dickeres Öl umölen, was ich demnächst auch machen werde. Und ich habe das Motul 5W40 XS schon bereitstehen. Und natürlich ein dickeres Öl hilft natürlich auch dabei, ja, den Ölverbrauch ein bisschen zu verringern. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was das Ganze bringen wird. Aber bevor es soweit ist, war ja gerade Wagner in Hamburg auf einer Messe, auf der Oldtimer-Messe. Wenn ihr mir bei Instagram folgt, habt ihr das wahrscheinlich mitbekommen. Wenn nicht, würde ich euch empfehlen, folgt mir da. Ich habe da zwei Accounts, einmal N52, N53 Fanatics, da geht es nur um BMW-Kram. Und Marc Monetti, da geht es nur um mich. Als Wagner hier in Hamburg war, habe ich ihn nochmal gefragt und mit ihm ein bisschen drüber gesprochen, über den Ölverbrauch. Und er hat mir gesagt, jo, du kannst da den Oldstop von mir verwenden. Er hat mir dann zwei Pullen mitgegeben. Das habe ich nämlich gerade eingefüllt, zeige ich euch aber gleich noch in diesem Video. Das ist natürlich der Gedanke, oh, ich habe jetzt das Keramik drin, also ich habe da schon Additiv drin und Öl und kann ich das denn alles da reinmachen und wird es zu dünn und zu dick und nicht gut und sonst was. Und er meinte, ist egal, das kannst du einfach dazu kippen, ist kein Problem, mach dir keine Gedanken. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Krass, meine Nase ist rot, ne? Leute, ist echt kalt gerade. Ich habe es also einfach eingefüllt und ich bin gespannt, wie das Ganze sich verhält. Warum? Weil ich habe jetzt bis zum nächsten Ölwechsel noch gute vier Monate, würde ich mal sagen, bevor ich auf das dickere Öl umsteige. Und ich denke, das ist genug Zeit, um den Additiv Zeit und, sag ich mal, Ruhe zu geben, dass sich die Dichtung wieder, wie nennt man das denn? Dass die ganzen Dichtungen im Motor wieder gängiger gemacht werden. Also, Wagner hat mir erzählt, in dem Oldstop sind Weichmacher drin, die das Gummi wieder ein bisschen neu beleben und dadurch die Abdichtung in allen möglichen Bereichen des Motors wieder besser gewährleistet sein soll und sein wird. Deswegen braucht das Additiv auch ein bisschen Zeit,
Übrigens hat er mir auch gesagt, das ist der gleiche Weichmacher in seinem Oil-Additiv drin, was in vielen Handcremen drin ist oder in Shampoos. Und er meint, oh shit, ich benutze so ein Zeug gar nicht. Ist da sehr vorsichtig mit drin. Also zum Teil echt krasse Chemie, die da unterwegs ist für Handcremes und sonstigen Kram. Fand ich auf jeden Fall lustigen Fact. Und diese Weichmacher sollen dafür sorgen, dass die Dichtungen wieder besser abdichten und dadurch der Ölverlust im Motor gestoppt wird. Das ist jetzt so, was ich euch so grob erzählen kann. Und ich denke, über diese 4000 Kilometer oder 5000 Kilometer, die ich wahrscheinlich in diesem Jahr noch fahren werde, ausreichen, um einen Effekt über den mehr oder weniger Ölverlust feststellen zu können. Denn wenn ich jetzt sowieso auf das neue Öl gehe, ist es natürlich so, dass wahrscheinlich so eine Ölverbrauchsreduktion eintreten wird. Und so habe ich noch den aktuellen Komponenten, das NOVI40 Ölife von Mobil 1 habe ich noch drin. Das bleibt auch das Öl und das wird auch bis zum Ölwechsel drin bleiben. Demzufolge, oh, ich habe mich gerade geschnitten, sehe ich gerade. Ich verblute hier auch gleich übrigens, ich zeige euch das mal. Oh mein Gott. Ja, ich weiß gar nicht wo. Wird das Öl noch drin bleiben? Und ich denke, das wird eine Vergleichbarkeit mit sich bringen, um dann zu schauen, wie gut das Ganze wirkt. So, das ist einmal der Oilstop von Wagner, den er mir in die Hand gedrückt hat. Gucken wir mal rein, wie das Ganze aussieht. Das ist eine klare Flüssigkeit, eine transparente Flüssigkeit. Und wie sich das Ganze so entwickeln wird. So, das ist jetzt die zweite Dose. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel reinkippe. Gucken wir mal. Das soll reichen. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich werde euch nochmal ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Und ich hoffe, ihr seid auch interessiert, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Also das war's von meiner Seite mit meinem 330i. Ich hoffe, ihr habt meinen Soundporn gesehen. Wenn nicht, müsst ihr auschecken, was für ein Sound dieser kleine Ballermann hier von sich geben kann. Also checkt das Video aus. Viel Spaß, gute Fahrt und bis bald. Peace!